Okay, guten Abend, liebe Leute. Heute ist es in die Klammern, in die Klammern, in die Klammern. Also normalerweise unser Unterricht, das ist Lieder, Heulied, ja, Schirr, in die Klammern, wir sind schon sechs Teile, haben über die Stadt Israel geredet und noch nicht zum wirklich wichtigsten Punkt erreichen. Das heißt, die ideale Stadt, ja, die eine geistliche Stadt, die Torah beschreibt. Ja, es kommt noch nicht. Also wie sollen noch die Anarchie und eine Monarchie vergleichen nach die Tanach? Ja, das haben wir gesagt, das nach dem Buch Samuel und so weiter. Also es noch kommt. Aber jetzt wir reden über die Justizreform in Israel. Gut, also wieder, ich habe mich dafür und dagegen die viele, viele Artikel gesammelt, nicht alle. Wieder kann man auch reden ohne Ende. Ich will nur erzählen, warum es kommt zum Welt, dass diese Dinge. Und muss man verstehen, die Besonderheit der Stadt Israel, es ist eine junge Stadt. Ja? Muss man verstehen. Und das ist die erste grundsätzliche Probleme. Das ist eine junge Stadt. Ja? Wenn wir kommen in Deutschland, ja, wir sehen ein Dorf, 800 Jahre alt, ja, etwa so, wo gehe ich umgehe, ja, im Ex-DDR, ja, in Brandenburg, in Vorpommern, ja. Jedes kleine Dorf ist über 800 Jahre alt, ist, ja. Sie schreiben seine Chroniken, ja, manchmal, ich wurde im Rheinland-Pfalz, meine Amt im Rheinland-Pfalz, wurde eingeladen zu diesem anderen Dorf, wie denken, wir haben eine Mikwe erfunden. Und das heißt, diese Mikwe ist mindestens 500 Jahre alt ist. Ja? Also wir reden, dass die Stadt Israel wenige von 100 Jahre alt. Das heißt, die Tel Aviv, die neue Stadt, ja? Das ist genau, das ist die letzte Buch von Theodor Herzl. Ja? Die erste und wichtigste Buch war der jüdische Staat, der jüdische Staat. Ja. Ich habe gesagt, dass die Titel war die große Inhalt, alles andere war lächerlich oder falsch oder komplett falsch. Ja. Aber er hat noch ein Buch, Tel Aviv, ja, die Frühlingsstadt. Ja. Und das wirklich der Name von Tel Aviv. Und also die Tel Aviv ist auch Anfang 20. Jahrhundert gegründet ist. Ja. Also auch wenige hundert Jahre alt. Okay, also das muss man verstehen, dass viele Probleme von Staat Israel, es ist sozusagen Teenagers alt, ja. Wenn wir reden wieder über Frankreich, Deutschland, das ist die Städte, die existieren in dieser anderen Form, was rund 1000 Jahre mindestens, ja. Kennen Sie, dass die skandinavische Städte wie Dänemark. In Dänemark gibt es keinen Unabhängigkeitstag. Wissen Sie solche Phänomene? Und warum? Und warum? Sie sind immer da. Die Stadt, die Dänemark, hat immer existiert. Okay, nicht immer, aber dauert genug, dass die Leute erinnern nicht an ihre Realität. Also, um diese Probleme lösen, in Dänemark, ich habe Freunde, Nordrabbiner natürlich, ja. Also sie haben die nationale Flagge geschafft. Ja. Also das ist nur, um sagen, auf welche unterschiedlichen Planeten unterschiedliche Städte existieren. Ja. Das heißt, auch Vereinigte Staaten Amerika, die sind eine relativ junge Stadt, ja, was 300 Jahre alt, 200, aber doch, es ist gute 200 Jahre alt, ja. Sie natürlich haben einen Unabhängigkeitstag, ja, aber sie haben gewisse Tradition, eine staatliche Tradition. Sie haben eine Konstitution. Und Punkt Nummer eins, Staat Israel hat keine Konstitution. Das kennen Sie schon. Die Frage ist, warum? Ich erzähle bald.
aber muss man verstehen, dass die grundsätzlich die erste Probleme, die steht vor uns, ist keine schriftliche Konstitution. Muss man ehrlich zu sagen, die Leute, die automatisch verbinden zwischen Konstitution und Demokratie und Freiheiten, es ist völlig falsch. Sie verstehen, dass im stalinistischen Sowjetunion, das war eine Konstitution und die Leute wurden mit Millionen erschossen. In Ceausescu Rumänien, das wurde eine Konstitution. Im heutzutage Nordkorea, es gibt eine Konstitution. Also diese oder andere Buch, der heißt Konstitution, tatsächlich garantiert gar nichts. Das heißt, die Stadt Israel hat ein Vorbild von Großbritannien genommen. Die Großbritannien hat auch keine Konstitution. Und die Stadt Israel von seiner Gründung, er war ein Protektorat, eine Kolonie von britischer Krone. Ja? Also wir haben 80%, wir haben unterschiedliche Teile von gesetzlichen Inhalten sozusagen. 80% sind britische Recht. Noch sagen wir 18% ist jüdische Recht und 2-3% türkische, ottomanische Recht. Manche fühlen Willen für die Erde. Okay, aber natürlich kann man sagen und zu Recht, dass die Großbritannien, ja, dass dieses große Imperium, die Sonne hat nie untergangen. Ja? Das heißt, von Neuseeland bis was von Klein Malvins Inseln, ja, die tatsächlich fast die ganze Mappe, unsere Globus, ja, die Großbritannien hat viele Gesetze, die sind 100 Jahre alt, existieren schon, also eine Präzedenzrecht, ja. Also tatsächlich unsere rechtliche Systeme kommt von natürlich römischen rechtlichen Systemen, ja, also auch britische Systeme, das heißt Präzedenzfälle. Ja? Und muss man sagen, auch die jüdische Recht, das heißt die Torah-Recht oder Talmud-Regulierungen, sie sind die gleich, sie sind Präzedenzfälle-Recht. Ja? Mhm. Wenn wir haben einen Fall in Torah, das ist ein Beispiel, wie regeln wir weiter die ähnliche Situation. Ja? Okay. Also, im Staat Israel gibt es keine Konstitution. Jetzt sage ich warum. Und nämlich, das ist wegen unserer Nachbarn. Das heißt, die echte Konstitution hat eine Präambel, wie sagt man, ein Vorwort. Ja? Und dort ist garantiert ein Recht zum Unabhängigkeit. Ja? Also die Leute, die gewisse Gruppe, kann sich spalten und seine eigene Stadt im besten Fall organisieren und gründen. Richtig? Übrigens in USA, in Vereinigten Staaten, das ist unmöglich. Also keine Stadt im USA, Texas, Kalifornien, sie können nicht spalten. Es ist Konstitution widrig im USA, das muss man wissen. Also dann die Militär kommt und unterdrückt. Also diese separatistische Ideen in Texas oder in Kalifornien, es geht nicht, legalisch. Ja. Im Gegenteil, in viele komplizierte Städte, wie zum Beispiel Sowjetunion war damals, dieses Recht zum Spalten sich, rausgangen vom Union, vom Bund und seine eigene Stadt gegründet, sie sind geschrieben. Ja. Also das genau war die letzte österreichische König hat garantiert, ja. Deswegen Ungarn, ja, sie war fast völlig autonomischer Teil von österreich-ungarischem Königtum. Ja? Also es war mal nur österreichisches Königtum,
Und dann, es bekommt eine Reformierung. Ja? Und das ist genau dieses Recht, das nach Erster Weltkrieg viele, viele Städte vom Austro-Ungarischen Königtum und noch andere Völker, sie haben das genutzt. Ja? Okay. Und genau wegen dieser Probleme, das heißt zum Beispiel, wenn wir theoretisch zu sagen, schaffen eine israelische Konstitution, dann kommen die, sagen wir theoretisch, aber es ist ganz machbar, die arabischen Leute von Haifa oder jede andere arabische große Bevölkerung, Bezirk, Taibe, Negev-Wüste und so weiter, und sagen, wir spalten uns vom Staat Israel und gründen unsere eigene Stadt. Also, was sind die Gründe für eigene Stadt? Also, eine Territorie, eine Volk, also keine Wüste. Ja, es kann, dass diese komische, kennen Sie diese komische Inseln, wo lebt zweieinhalb Personen, ja, die gründen eine eigene Stadt, eine eigene Marke, eine eigene Pässe. Ja, es ist komisch, es ist lächerlich komisch. Das heißt, die Stadt soll irgendwie eine gewisse Bevölkerung haben. Also ich weiß nicht was, Luxemburg, Liechtenstein, Malta, Vatikan, weiß nicht was, 5000 Leute, und doch es ist eine Stadt. Komisch, aber doch eine Stadt. Also es ist in die geprägte Mittelalter Stadt, ja, wie bei uns heute Hamburg, Bremen und Berlin, ja, die drei von 16 föderalen Ländern sind überhaupt Städte, ja, und nicht Länder. Okay, also verstehen Sie, was ist passiert? Also die Araben haben Territorien, ja, sie wohnen zusammen, also eigene Sprache, eigene Kultur, eigene Geschichte und so weiter und so fort. Und sie verstehen, dass die nach UN-Grundrechte, es wird absolut anerkannt. Verstehen Sie? Das heißt, sie beantworten über alle Kriterien, die vorliegen, für mindestens eine Stadt deklarieren. Es kann sein, zum Existieren, es ist nicht genug. Deswegen, wir haben viele sogenannte versagende Städte. Ja? Das heißt, es ist Staat, aber kaum kann existieren. Ja? Also schwache Wirtschaft, ja, keine Sicherheit, Kriminalität und so weiter und so fort. Ja? Das kennen wir. Es ist auch vielmal passiert im sogenannten Dritten Welt. Ja? Als die kolonialen Mächte haben sich rausgezogen, und dann viele Städte in Afrika, in Asien, ja, viele Leute sagen, wissen Sie was, außer die Regierung und Kolonialismus, die Ordnung und so weiter, es war besser. Also, okay, gibt es immer solche, die andere Blicke. Ja, weiß nicht was, die Kriege zwischen Indien und Pakistan, ja, die Mutter Großbritannien hat das nicht ermöglicht, ja, es haben die beide unterdrückt. Ja, die Kriege zwischen, weiß nicht was, Indien und Bangladesch und so weiter und Moment. Also, wegen dieser Problemigkeit mit großer Minderheit in Israel, die sind feindlich grundsätzlich zum jüdischen Staat und jüdischen Bevölkerung. Bis heute in Israel wurde sogar nicht probieren, eine Konstitution schaffen. Das muss man wissen. Das habe ich noch im Hebrew University in Jerusalem gelernt, gute 30 Jahre. Dass die Professoren zum Recht haben das gesagt. Der erste und letzte Ministerpräsident Israel, der wollte eine Konstitution eingeführt in Israel, war Ehud Barak. Und er war schnell von seinem Amt rausgekickt, wegen dieser Idee. Weil tatsächlich diese Idee klingt vielleicht wirklich gut, aber die Deutung ist das Ende der Stadt Israel als jüdische Stadt. Ja? Und Spaltung zum ohne Ende kleine Städtchen und künstliche Dinge. Und dann diese kleine arabische Städtchen, Kantonen quasi, konnten sich verbinden. Ja?
Und dann es kommt zu meiner arabischen Stadt in Stadt Israel. Okay? Also deswegen im Stadt Israel gibt es keine Konstitution. Das heißt, gibt es auch einen britischen Einfluss, historisch. Aber mehrere, okay, wir sind schon über 70 Jahre ohne Britannien leben. Aber mehrere, dass die Realität, die Herausforderung, das haben wir mit große und nicht so freundliche Minderheit. Okay? Also, wenn so, dann die Juristen, die diese Richter, genau, und jetzt kommen wir zu unseren Problemen. Sie haben eine israelische Patent oder eine jüdische Lösung zum diese mangelhafte Konstitution entwickeln. Sie haben am Anfang 90er, und das ist genau der kritische Punkt, nämlich 1993, sie haben die Formulierung, die Knesset hat das angenommen, aber die Formulierung war juristisch. Sie haben die Chukei Yesod, grundsätzliche Gesetze angenommen. Das heißt, grundsätzliche Gesetze, sie sind quasi eine blinde Ersatz zur Konstitution, sozusagen. Viele Leute aber sehen im anderen Dokument einen Ersatz für die israelische Konstitution. Und das heißt Deklaration die Israels Unabhängigkeit. Der hat David Ben-Gurion am ersten Tag Israels, das heißt 14. Mai 1948, er hat gelesen und dann sagte, wir gründen die jüdische Stadt. Das sollte man vor Schabbat erfolgen. Das war wirklich passiert. Ja, es war Freitagsnachmittag. Okay, also dort in diesem Dokument, es ist eine sogenannte Rolle, die Unabhängigkeit. Es gibt noch die historische Exemplare, liegt irgendwo im Museum in Tel Aviv. Ja, ich habe das gesehen mal. Also die Texte sehr, sehr bekannt, können wir im Internet befinden. Also die viele, viele Leute hatten dort unterschrieben. Das heißt, alle politischen Kräfte, auch Opposition, rechts, links, Kapitalisten, Kommunisten, religiöse Leute. Also es ist nicht nur David Ben-Gurion. Und wir haben gesagt, dass der Meilige Sochnut, Jewish Agency, sie waren die israelische Regierung im Weg, in Entwicklung sozusagen. Ja? Also nicht nur David Ben-Gurion und seine Ministerien haben unterschrieben, auch alle anderen Leute, Golda Meir, viele, viele Leute dort haben geschrieben. Es waren viele Formulierungen gestreitet und gespalten. Interessant, dass die Gottesname als Gott stehen dort nicht. Mhm. Also gibt es eine Synonymen, Alternativen, die haben die religiösen Zionisten vorgeschlagen, Rav Meir Bar-Ilan. Also das nicht direkt im Namen des Gottes, wie gründen Stadt Israel, ja. Genau wie es steht im amerikanischen Duo, in God we trust. Ja? Nicht solche Formulierungen, aber doch, wir verstehen, dass den Text meint der Gott. Okay. Die wichtigste Formulierung von dieser Unabhängigkeitsrolle ist folgendes: Die Stadt Israel wird jüdisch und demokratisch. Das ist die wichtigste Formulierung. Also über diese Formulierung bis heute viele, viele wurde gespalten, geredet, gesagt. Also muss man verstehen, ehrlich zu sagen und zu geben, dass gibt es gewisse Widerspruch zwischen diesen zwei Definitionen. Verstehen wir, ja? Also schon gut. Also und deswegen, es ist nicht einfach mit Juden, mit Stadt Israel, mit Araben und so weiter. Okay, also schon Rabbiner Kook, er hat verstorben ein bisschen vor Israels Staatgründung, also er hat im 1936 er hat verstorben. Er hat schon
heutzutage Streit hat schon damals identifiziert. Also Rabbiner Cook schreibt, das gibt es Welcher drei. Rabbiner? Wie heißt er? Rabbiner Cook, der große Avraham Yitzchak HaKohen Cook. Er hat schon identifizieren drei unterschiedliche geistliche Kräfte. Die sind Pumpen ins jüdische Volk. So hat er poetisch, metaphorisch erzählt. Okay. Die erste Kraft, das ist die jüdische Religion. Ja, die jüdische Religion, die Leute, die kommen zum Heiliges Land, nicht unbedingt zum Staat Israel. Ja, das kann man schon verstehen. Das ist unsere Charedin, orthodoxe Leute, ja. Dass die Leute, die stereotypisch sagen, gehen mit Peot, mit Lockern, ja. Die Leute, die gehen mit schwarzen Kleidern, mit Hüte, viele, viele Stereotypen, grobe, antisemitische, alles was immer, auch gute Stereotypen, ja. Die Leute, die gehen in Streimel, kennen Sie das, diese? Also Streimel ist nur am Schabbat, ist nicht alltäglich, ja. Es auch kostet viel Geld. Auch nicht jeder geht, ich habe keinen Streimel und so weiter. Also im Kurz, dass diese Kraft, das ist die Leute, die sehen im jüdischen Staat vielleicht ein Mittel zum, weiß nicht was, geistliche Ziele, weiß nicht was, Tempel oder Jaudunai. Ja? Der dritte Tempel ermöglichen die maximale Haltung der jüdischen Gebote und so weiter. Weil in Diaspora, du kannst nicht halten die wirtschaftlichen Gebote von Land Israel, ja, ist kein Land Israel. Also siebte Jahr, dritte Jahr und so weiter. Die zweite Kraft, die sind die Kraft von jüdischen nationellen Herzen sozusagen. Dass die Leute, die wollen eine jüdische Stadt. Also passen Sie auf, diese Leute wollen jüdische Stadt, nicht demokratisch. Bald. Das heißt, diese Leute, wenn wir entschlossen diese Formulierung, das ist die zionistische Bewegung. Zionistische Bewegung, die Leute, die sagen, wir sind fremd in Europa, gibt es dieses Dreyfus-Gericht, ja, gibt es Belis-Prozess, ja, gibt es antisemitische Attacken über uns, egal, ob wir sind mit Hut und Schwarz oder ohne Schwarz und Hut, ja, egal, ja, welche Form wir sind Juden, wir befinden keine ruhige, normale Platz für uns. Einen sicheren Platz. Also deswegen kommt das dieses Konzept von Theodor Herzl, ja, was hat Christina gesagt, das ist zu Recht, dieser Schutzraumstaat. Ja. Also das ist die Leute, die wollen eine jüdische Stadt haben, nicht unbedingt religiöse Stadt, aber die jüdische Stadt, wo Juden regieren, das heißt, eine Woche rund der Schabbat gegründet ist, ja, und nicht Sonntag, ja, allgemeine Feste, ja, und so weiter. Und gibt es die dritte Kraft, die Rav Kook nennt als eine universelle Kraft, ja, die will universelle Ideale akzeptieren und verwirken für Juden. Also das heißt, was können wir entschlossen unter diese Leute heute? Das ist die Leute, die wollen Staat Israel demokratisch und nicht unbedingt jüdisch. Mhm. Das heißt, die jüdische Inhalt für diese Leute überhaupt unwichtig oder und wünscht überhaupt, ja. Sie wollen Europäer im Nahen Osten sein. Europäer, Amerikaner, westliche Leute, ja. Ja. Das heißt, wie sagt man, Abendsland, ja. Also wir sind ein Staat Israel, vielleicht geografisch, genau wie Japan oder Australien oder New Zealand, ja. Sie liegen geografisch nicht am Westen, am Osten, ja. Aber Singapur. Ja, zum Beispiel. Aber wir gehören unsere Urmutter geistlich, ist Abendland. Ja? Also wir sind westliche Leute. Wir wollen keine Diktatur, wir wollen volle und völlige Demokratie, auch
wir nehmen in Rechnung, das kann sein, Abschaffung dem jüdischen Staat. Es wird bald etwas anderes. Etwas anderes. Okay? Also, und wir sehen heute, wie wunderschön und präzise war diese Analyse von Rabbiner Kook. Das heißt tatsächlich, diese drei Kräfte existieren bis heute. Die zweite Kraft, nationale Kraft, hat sich verteilt. Zum zwei Kräfte. Die ein, sagen wir es grob zu sagen, rechte Flügel hat verbunden sich mit diesen religiösen Idealisten. Das heißt heute in Israel recht nationale Lager. Okay. Und die zweite Hälfte von dieser nationalen Gruppe und Kraft hat sich mit universalen Wertegruppe verbunden. Ja? Das heißt im heutzutage Umgangssprache linksliberal Lager im Israel. Das kennen Sie, den Begriff. Ja? Mhm. Okay. Also das heißt im noch einfache Sprache rechts und links. Das erste, wie hieß das nochmal? Rechts, das war auch rechts. Rechtsnationale oder rechtsreligiöse. Mhm. Wenn wir kommen zu Beschimpfungen, rechtsmessianische, es ist eine böse. Böse Titel, ja, von den Gegnern natürlich. Ja. Mhm. Im eigenen Augen ist es eine gute Titel. So ist es alles abhängig von deiner Position. Wo sitzt du? Ja. Wunderbar. Ja, wenn du bist in diesem Lager, religiöse, dann messianisch ist es schon. Ja? Von linker Perspektive ist es Katastrophe. Also, wo bist du? Das ist ja, wie beim Fußball. Ja, das ist erklärt die Konnotation zu diesem Wort. Okay, also. Jetzt, wir hatten schon im Staat Israel langjähriger Streit, wie geht es, ohne dieses juristische Problem, aber es natürlich kommt, wie wird unsere Zukunft als dem Staat? Und diese universale Werte, Lager und Kräfte mit israelischen Araben, sie haben schon jahrelang gefordert, eine Umstellung von diesem Staat Israel als jüdischer und demokratischer Staat zum Staat aller Bürger. Verstehen Sie den Unterschied? Mhm. Das heißt, am ersten Blick ist es nicht so dramatisch. Das heißt, es nimmt in Rechnung auch die arabischen Bürger. Ja? Also zum Beispiel unsere arabischen Mitbürger, sie haben Probleme mit nationalen Hymnen, ja? Weil es redet über die jüdische Seele. Sie sind keine Juden, sie sind Araben. Es steht Nefesh Judium, ja? Eine begeisterte jüdische Seele. Sie können das nicht singen, wenn, was nicht weiß, die Sportler, ja? Die arabische Sportler. Gibt es viele Fußballspieler, ich mag Fußball, ja, also die, was, Drittel, ja, jetzt die junge Israel, U19, U21, sie haben in Deutschland eine Unentschieden gespielt. Es ist Drittel oder 40% von den Spielern sind Araber, israelische Araber, sie spielen gut, alles gut, aber sie können nicht, du siehst das am Anfang dem Spiel, sie können nicht singen. Sie sind nicht Juden, sie verbinden sich nicht. Ich sage etwa noch schärfer, denn sie singen das trotzdem, haben Lebensgefähr im eigenen Dorf, das verstehen sie. Mhm. Auch wenn sie haben damit keine Probleme, gibt es viele Araben, sie haben keine Probleme mit jüdischer begeisterter Seele, nämlich die Araber, die Christen, und gibt es nicht wenig, diese Leute, ja. Sie haben direkte und tatsächliche und wirkliche Lebensgefahr, wenn sie äußern sich in solcher Form. Okay?
Also, das heißt, dass diese Idee, dass der Staat Israel vielleicht unter diesem Namen, vielleicht unter anderen Namen, Name ist unwichtig. Die wichtigste, der Begriff, was ist unser Ziel? Wie begriffen wir uns? Also David Ben-Gurion und bis heute die manche Leute müssen begriffen sich als jüdisch und demokratische Staat. Also diese und diese Verbindung, das ist ein bisschen ein Problem. Aber diese zweite Lage, ja, die universelle Wertelage, sie sind damit schon jahrelang nicht einverstanden und wollen das umstellen zum alle Bürgerstaat. Die strategische Deutung, aber es ist ganz dramatisch, wenn es wird umstellen. Das heißt, die Staat Israel, wie heute es ist anerkannt, existiert nur für die Leute, die leben dort. Punkt. Das heißt, keine Verbindung mit allen anderen Juden in der Welt. Das heißt, es ist direkte Abschaffung von Aliyah-Gesetz. Ja, jeder Jude und sogar die Nachkommen, ja, die Enkel von Juden, das kennen Sie ja, auch nicht halachische Juden, sogar die Enkel von Juden. Heute ist tatsächlich die Urenkel, sogar, ja, es doch existiert, kann beantragen und bekommen israelische Einbürgerung und Recht zum Aliyah, Repatriation schaffen, ja, und sitzen, leben und wohnen im Staat Israel mit allen Rechten. Das heißt, von arabischer Sicht, das ist gewisse Diskrimination. Ja? Das heißt, keine Araber von, weiß nicht was, von Deutschland zum Beispiel, kann nicht beantragen und bekommen ein Recht zum israelischen Bürger geworden. Kann nicht sein. Deswegen auch, muss man sagen, nicht wie im Abendland, ja, im USA oder Deutschland und Westeuropa, im Israel gibt es kein Emigrationsgesetz. Kann man nicht emigrieren nach Israel? Verstehen Sie die dramatische Deutung? Das heißt, wenn jemand, die Deutschen, ich habe gekannt, die Deutschen, Juden, Nicht-Juden, die wollten in Israel als Nicht-Israelis leben, kann man beantragen und bekommen einen Aufenthalt, ja? Dauerhaft, ohne Grenzen, ja? Lebenslang Aufenthalt, ja? Von unterschiedlichen Gründen. Jemand wollte nicht verzichten auf die deutsche Staatsbürgerschaft oder die schweizerische und so weiter. Ja? Aber tatsächlich kann man de facto leben, aber de jure, du bist nicht israelisch, du kannst nicht wählen und so weiter. Ja? Weil dieses Recht zum Aliyah, zum Immigration, wenn Sie wollen, wir sagen immer Aliyah, eine Rückkehr nach Israel, nach Heiliges Land, aber die normalerweise übersetzt ist eine Migration. Migration, ich kann immigrieren nach jeder Stadt in der Welt, nach Australien, nach Kanada. Ja? Also es war keine Verbindung mit mir und dieser Stadt. Ich emigriere und dann ich schaffe diese Verbindung. Wie behaupten die Juden, dass gibt's eine Verbindung zwischen jeder Jude in der Welt und jüdischer Staat? Und deswegen, wir haben Priorität für alle Juden der Welt, wenn sie wollen. Sie noch wollen nicht oder nicht alle nach Israel kommen. Aber wenn sie wollen, das ist ein offener Weg. Was ist nichts für andere Leute? Okay. Im Deklamen ist natürlich eine Probleme, wenn jemand eine Israel heiratet, eine nicht israelische Mann oder Frau. Ja, dieselbe Probleme, nur am Privaten, was ist passiert? Es ist passiert schon viele Jahre. Es war eine Knesset-Mitgliederin, die hat einen deutschen Mann. Ja, also er war Deutscher, natürlich konnte er legal leben wegen der Heirat. Ich weiß nicht, ob er war israelischer Bürger, ich bezweifle es. Ja? Also es ist ein langer und problematischer Prozess. Okay, also
Jetzt, wir sind im Jahr 1993. Und dann wurde Professor Barak, Aaron Barak, nicht der Ministerpräsident Ehud Barak. Ehud Barak war ein General, ja, ein sehr, sehr berühmter Soldat. Er hat zum seiner Wahl ein Buch geschrieben, der Soldat Nummer 1. Also es waren Millionen die Bücher ausgedruckt. Alle ganze Stadt Israel hat das kostenlos bekommen. Alles geschenkt. Verstehen Sie, welche Gelder werden dafür gestellt? Okay, also ich habe bis heute auf Hebräisch, auf Russisch diese Buch, Soldaten und alles. Also Ehud Barak, der Mensch, der hat die Israel aus Libanon rausgezogen durch eine Nacht. Also er wollte die Konstitution durchführen und er ist Soldat Nummer 1. Heute ist es eine negative Bezeichnung, ja, weil jetzt redet direkt über die, eine Rebellion, eine gewaltige Rebellion mit Waffe gegen Staat Israel. So, nicht weniger. Ex-Ministerpräsident, ja, Ex-Israeli Nummer 1, ja, jetzt redet über die Rebellion mit Waffe, heiße Waffe. Okay. Und gibt es jemand mit dem gleichen Nachname, aber ganz andere Person, der heißt Oberste Richter Aaron Barak. Er hat diese Revolution, die juristische Revolution im 1993 durchgeführt. Und jetzt, was es israelische Regierung und Knesset probieren, sie probieren den Ball zurück zum diesen 1993 aufstellen. Ja, und nicht mehr. Also deswegen die viele Schreie und alles kaputt. Es kommt zum Ende der Demokratie. Sie verstehen es, viele Emotionen, keine Fakten. Ja? Das heißt, die ganze, fast israelische Zeiten vor 1993, es war Demokratie. Ja, also. Okay. Es wurde schon direkt aufgemerkt, dass diese juristische Revolution, die Richter Barak geschafft hat, schwer geschlagen die jüdische Charakter dem Staat Israel und die Möglichkeit, dem Knesset und der Regierung zu regieren. Ich bringe für euch Beispiele. Dann Sie verstehen, warum diese Justizreform kommt. Regierung entscheidet etwa, Knesset stimmt, und dann kommt der Richter Barak und sagt, nein, ich annulliere dieses Gesetz. Es schon passiert zähne und zähne Mal. Diese Realität existiert in keinem westlichen Land. Jetzt die Beispiele. Wir haben eine Probleme mit, genau wie Abendsland, mit illegaler Migration nach Israel von Afrika. Nur wenn Westeuropa liegt irgendwie nach dem Mittelmeer, ja, und dann die Leute sollen mit Schiffen irgendwie bewegen sich. Israel verbunden direkt mit Afrika, geografisch. Sie kennen die Geografie. Also die Leute müssen nicht die Schiffe suchen, die schmuggeln sich, ja. Die Leute gehen zu Fuß. Okay, nicht zu Fuß, sie fahren mit Busse, mit Autos, ja. Also die Leute kommen vom ganzen Afrika, manche vom Sudan. Es ist südlich von Äthiopien. Also es ist was, 2.000-4.000 Kilometer. Aber auf der Erde, nicht durchs Meer. Verstehen Sie, dass es näher und erreichbar. Mhm. Also, wir haben riesige Probleme mit solchen Leuten im Südtel Aviv. Die Südtel Aviv, das ist die lokale Leute, ist ein Synonym für eine arme Viertel. Gibt es Nordtel Aviv, dort sind Reiche. Ja? Und ich sage schon, die universellen Werte anhängen, leben, die alle richten. Und die Südtel Aviv
Es ist genau die in Italien, Nord und Süd. Süd ist es, arme Leute, es sind viele Leute in der Welt. Ja? Also die Nord ist immer reich, die Süd ist immer nie so reich und sogar arm. Also genau die Süd-Tel Aviv, dort leben nationale und religiöse Leute, die sind arm und noch kommen diese Sudaner, das ist eine Katastrophe. Ich gehe dort nicht. Polizei kommt, weiß nicht was, ein, zwei Autos, nicht ein allein Auto. Im Kurz, die Regierung von Netanyahu beschließt, dass diese Leute wurden geschickt zurück nach Afrika. Es wurde bezahlen für diese Leute und die Städte, die akzeptieren diese Leute. Und oberste Gericht, Professor Barak, sagt nein. Das ist nicht in Ordnung. Ende der Geschichte. Die Leute sind geblieben. Es ist ein riesiges soziales Problem. Die Stadt Israel, weiß nicht was, baut die Lager, um diese Leute irgendwie stoppen. In die Wüste, ja? Zwischen Ägypten und Israel. Die Richter sagen nein. Das ist nicht in Ordnung. Wir sollen diese Leute direkt angenommen. So. Es ist nicht nur wegen die rechten Regierungen solche Entscheidungen gefallen sind. Es wurde auch gegen linke Regierungen. Ich bringe euch ein katastrophales Beispiel, wie nur heute begriffen wir die ganze Problemlichkeit. In der Zeit von Yitzhak Rabin, das heißt Anfang 90, also 1992 und weiter, die Regierung, die linke Regierung, nicht die rechte, Netanyahu war da damals in Opposition, hat entschieden, 400 Terroristen von Hamas und Dschihad Islami nach Lebanon deportieren. Das heißt, eine Bescheid mit vielen Sicherheitsaspekten. Ja? Was entscheidet unser oberste Gericht? Nein, es ist nicht in Ordnung. Diese Leute sollen nach einem Jahr, es war eine Zeit oder eineinhalb Jahr, gibt es eine Zeitperiode, die alle, es wurde um 400 Terroristen gesprochen, alle 400 sollen zurück nach Israel genommen sind. Alle heutzutage Terroristen und die Führer von Hamas und Dschihad Islami wurden dort. Es war eine Kaitana, eine Machanes, eine Selbstmord. Kinderabenteuer, ja, normalerweise machen das im Sommer, das war im Winter. Also Winterabenteuer für Hamas und Dschihad Islami Terroristen. Ja, die alle BBC, CNN wurden dort ständige Gäste. Die Terroristen wurden so arm, es ist kalt, sie leben im Zelt ohne Heizen und so weiter. Also um am Ende, alle Terroristen wurden zurück zum Israel genommen, wegen dem Gerichtsbescheid, nicht die, verstehen Sie, nicht die Regierung oder die Knesset. Das war eine Katastrophe. Yitzhak Rabin war so empört. Er sagt, ich habe die Friedensabkommen, Oslo-Abkommen mit Arafat abgeschlossen, dass kein Gericht kann uns stören. So hat er das formuliert, das Gericht stört. So waren seine Worte. Er war überhaupt keine Anhänger von universellen Werten. Er war sehr Sicherheitsmann, war General und so weiter. Es war schon eine zweite Regierung, nach dem ersten Mal am 70. Okay? Also er hat beschlossen mit Arafat, dass wir sind, liefern zum neu gegründete palästinische Polizei Waffe, heiße Waffe, Waffenmaschine. Und sie, hoffte er, es passiert nicht, sie zerbrochen die Knochen, das war die Formulierung, er hat so geprägt am ersten Intifada, zerbrochen die Knochen für Terroristen. Ja?
Die palästinische Polizei will zerbrochen die Knochen von Terroristen ohne Stören vom israelischen Gericht. Das heißt, das israelische Gericht steht auf die Seite von Terroristen und die Terroristen haben auch Recht. Mhm. Und das ist die Probleme. Das ist die Problem. Also jeder Terrorist weiß, also es ist nicht passiert, dass auch in vielen Ländern, wo nicht Staatsbürger kann appellieren zum höchsten Gericht. In Israel ist es Realität. In Deutschland sogar nicht jeder Rechtsanwalt kann erschienen, physisch, im höchsten Gericht, muss man besondere Lizenz haben. In meiner Zeit als Karlsruhe-Rabbiner dort sitzt, ja, die Karlsruhe spricht, Karlsruhe sagt, also die Leute manchmal gesucht, eine Rechtsanwalt, die hat Lizenz, nur erschienen im deutschen höchsten Gericht. Ja? Um nicht sagen, dass nicht Staatsbürger kann nicht appellieren im deutschen höchsten Gericht. In Israel ist es umgekehrt. Okay, also wir haben ohne Ende Beispiele, wo oberste Gericht hat annulliert Gesetze. Ja, das heißt nicht einmal, nicht zweimal, gibt es eine lange, lange Liste. Das heißt, tatsächlich die Leute, die wurden nicht ausgewählt. Sie haben seine eine politische Linie. Und ich habe schon gesagt, dass diese politische Linie ist eine universelle Wertelinie. Also sie haben sich dafür, für diese alle Bürgerstaat geäußert, vielmal. Und natürlich, das geht gegen die Mehrheit, die israelische Bürger meinen. Das heißt, das, das Gericht das, wird ja nicht gewählt, also die Knesset wird ja gewählt, das ist ein demokratischer Vorgang. Ja. Noch zum Ergrößern die Probleme. Israel ist eine und einzelne Land und Stadt in der Welt, wo die Richter wählen die Richter selbst. Ah. Okay. Das heißt, es ist eine Mafia, wo Freund bringt die Freund. Also in unseren Abendsländern, in USA, in Westeuropa, die politische Macht, politische Gewalt, politische Regierung, er bringt die Richter zum Amt, richtig? Mhm. Das heißt, es kann sein öffentlich in Debatten im Senat, ja, also Demokraten wollen in USA vergrößern die oberste Gericht. Es kann passieren. Aber Demokraten entschieden und nicht die Richter über sich selbst entschieden. Verstehen Sie? Also in Israel, gibt es noch eine Stadt, das war eine Tabelle. Gibt es zwei Städte in der Welt? Wissen Sie, welche die zweite? Botswana in Afrika. Also wenn Sie wollen eine Botswana sein, dann die Richter sollen die Richter amtieren. Okay? Mhm. Also natürlich ist es nicht direkt. Gibt es eine Kommission, wo Richter mit Rechtsanwälten haben die Mehrheit. Und dass diese zwei verbundete Geschirre, Richter und Rechtsanwälte, sie gehen hin und zurück. Ja, das ist klar. Sie haben Mehrheit, also automatisch sie herstellen und nicht politikieren sich selbst. Jetzt ist ein Witz, ein böser Witz. Wie kann eine Frau 40 Jahre alt ist mit Abschluss in Biologie eine Richterin im israelischen Hochgericht geworden? Das ist die Frage. Wissen Sie die Antwort? Sie soll tragen Barak-Name. So war die Frau von Oberrichter Barak. Das heißt Elisheva Barak. Mhm. Noch eine Probleme zum israelischen Justiz heißt Nepotismus. Kennen Sie den Termin Nepotismus? Nepotismus, ja. Nepotismus ist das lateinische Wort, wo ist meine Tochter? Nepotismus. Das heißt die Verbundete, die Familie. Die Verbundete oder Verbündete? Die Familie, familiärische Verwandtschaft.
Ach so, Verbündete. Ich kann stellen, ja, Eva. Auf Deutsch heißt es Neffenwirtschaft. Okay, wir nutzen im Israel Nepotismus, Tiano. Also, ich kann stellen für euch, ich habe irgendwo auf Hebräisch eine Scheme mit Namen und Linien. Sie sind fast alle Familie zwischen sich selbst. Und nicht deine Cousins, sondern die Schwiegersohns und Schwiegertochter. Mhm. Natürlich, die israelische Journalistik hat entdeckt, sie haben einen WhatsApp-Chat, alle Richter. Ja, wir haben manchmal die Screenshots, ja, die Bilder von diesem Chat. Sie nennen sich liebe Familienmitglieder. Es ist keine Diplomatie, sie sind echt Familie. Sie sind ehrlich Familie. Also es ist ein riesiges Problem mit diesem Nepotismus. Der Vater bringt Schwiegertochter, Schwiegersohn und so weiter. Und natürlich genau mit Lizenz mit Karlsruhe, dort auch. Wenn du hast kein Praktikum beim Einrichter im höchsten Gericht, du kannst dort nicht sogar kandidieren. Jetzt vermuten sie, wer hat dieses Praktikum und wer nicht. Also es ist Korruption auf erstem Niveau. Das heißt, die fremden Leute haben keine Chance dort als Richter geworden. Das heißt, die Probleme mit dieser Auswahl der Richter. Ich bin Meinung noch klarer von heutzutage Reformen. Ich bin Meinung, dass die Richter sollen genau wie Politiker ausgewählt, ganz öffentlich. Zwei Leute, 2, 3, 10, 20 kandidieren zum anderen Amt, egal auf welchem Niveau, und dann die Leute werden. Ganz klar, keine Kommissionen, keine Spielscherei, gar nichts. Ganz direkt. Die Mehrheit auswählt für sich einen Richter, einige Richter und so weiter. Das ist meine Meinung. Aber okay, ich bin nicht im Spiel. Sie hören mich nicht. Also es geht jetzt um eine Reform, wo diese Kommission für Richterauswahl, es wird kleine, knappe Mehrheit, eine Stimme für Politiker. Und natürlich, jeder, der hat Macht, entmacht von diesem Amt sich nicht. Klar, sie sind dagegen. Klar. Noch ein Problem, ich muss schon stoppen, also es geht weiter. Ich habe sogar zu dieser Ilata Svirut, die erste Gesetz, die wurde gestern angenommen. Noch ein Problem, es ist ehrliche Korruption. Ich habe gesagt schon, dass die Rechtsanwälte und die Richter, es ist zwei verbundene Geschirre, ja? Wie in Physik, wo die Wasser gehen hin und zurück. Natürlich, die Richter haben Unabhängigkeit, aber über diese Schäme, wo fast jeder kein Richter geworden, gibt es viele, ich sage nicht alle, aber viele, nicht ein, zwei, die Richter, die haben keine juristische Erziehung. Okay. Genau wie diese Elisheva Barak. Sie sind schon im Rente, ja? In Pension. Ja? Sie hat keine juristische Uni-Abschluss. Mit dem Zeit, es wurde repariert. Und es ist sehr, sehr schwer, zum juristische Fakultät angenommen als Student. Es ist sehr kaum Platz und viele Leute wollen. Dann diese Nord-Tel Aviv reiche und universelle Werte Leute haben entwickelt andere Schäme. Sie haben private College gegründet sind für sich selbst, wo die Studentenlohn nur die Leute von Nord-Tel Aviv können leisten. Das heißt, ich sage in die Preis von meiner Zeit, ich war Student über 30 Jahre vorher, ja? Jetzt ist es natürlich verdoppelt oder verdrippelt. Also damals, in meiner Zeit, die studentische Jahre, ich muss nicht kostenlos wie in Deutschland, damals ein Jahr Studium für Studenten kostete 10.000 und 12.000 Euro, zwischen 10.000 und 12.000 Shekel, damals. In diesem Michlala, es wurde 50.000 Shekel per Jahr gekostet.
Okay? Also rechnen Sie das juristisch, es ist 4 Jahre, das heißt nicht 3 Jahre, nicht 6 Semester, es ist 8 Semester. Also 4 Jahre, schon gute 200.000 Shekel damals. Heute ist es, ich denke, es soll 1 Million Shekel sein, heutzutage Preis. Also, und dann, es sind Systeme, die Reiche mit Reiche, nur die Reiche können Rechtsanwälte sein, der Verwalter mit Chance irgendwo arbeitet. Die letzte, nicht letzte, aber eine katastrophale Skandal, das ich erzähle euch nur zum Erzählen. Die Rechtsanwälte haben eine eigene Vereinigung, eine V für Rechtsanwälte, und sie haben die 2 oder 3 Stimmen in dieser Wahlkommission für die Richter. Es wurde erfasst, dass eine Richterin zum einen anbekommen für sich hat mit dem Chef von dieser Vereinigung der Rechtsanwälte hat geschlafen. Wenn Sie denken, das war Ende der Karriere, nein, sie ist Richterin bis heute. Wieder. Es ist eine schöne Frau. Ich meine, ich mag, es ist unser Geschmack sozusagen. Aber das heißt anderer Beruf, nicht Richter. Ja? Als Frau, ich schätze diese Frau. Sie ist aus gut. Aber es ist nicht Richterin, tut mir leid. Und wieder, sie ist Richterin bis heute, nicht im obersten Gericht, im Bet-Mishpat HaShalom, die mittlerweile. Mittlerweile, ja. Okay. Diese Frau wurde auch beschlossen, gibt es mehr, dass die Richter, Richterin, sie und Rechtsanwalt beschlossen die Urteil eine Nacht vor Gericht. Also braucht man kein Gericht, sie beschlossen die Spielscherei. Also sie schreiben, es war wieder israelische Journalistik, sie wissen alles, haben das publiziert mit den Bildern von WhatsApp. Seine WhatsApp-Chat in Mitternacht, rund Mitternacht. Also diese Richterin nach der Nominierung, nachdem sie schreibt, okay, ich sage so, so am Gericht, machst überraschende Gesicht. Es bekommt ein Memo, Mister. Machen Sie überraschende Gesicht. Es ist alles verkauft. Verstehen Sie? Mhm. Es ist alles verkauft. Diese Rechtsanwalt wurde gewischt, als er mit seiner Liebhaberin probierte, illegal aus Israel rauszugehen, im Ben-Gurion Flughafen. Er war damals noch verheiratet, schon mit anderer Frau geht und wollte, kennen Sie es, wie eine U-Bahn-Eingang. Ja? Also wir bekommen ein Ticket. Ja? Also sie wollten ein Ticket von dem Mann, 2, Mann und Frau, drin gehen. Er wurde erwischt. Gar nichts. Er jetzt hat kandidierte sich wieder zum dem Amt, zum dem Boss. Er war damals, hat verloren. Aber dieselbe Fakt, es ist krank. Die Systeme ist krank. Voll krank. Die Leute müssen haben die Schnauze voll von den Systemen. Ich habe nur einzelne Fakten erzählen und nicht alle. Es gibt noch die Fakten wie ausgewählte Gerechtigkeit. Ausgewählte Gerechtigkeit, das heißt, die Richter, Staatsanwaltschaft, Polizei und so weiter, seine Systeme auch, ist ein Problem, habe noch nicht erzählt. Die einige Leute sind ausgewählt zum Gerechtigkeit, die anderen sind nicht. Können Sie vermuten, welche ja, welche nicht? Okay, es war mal eine Diktator in Nicaragua, Somoza, der Vater. Er war auch Somoza, der Sohn, am 70. Wir reden über die Somoza, der Vater, das ist 30, 40, Harry Truman, amerikanische Präsidentzeit. Also er sagt ein auch berühmtes Sprichwort, ein Mem, dieses Somoza, der Vater, für die Freunde alles, für die Feinde Gericht. Gesetz. Verstehen Sie die Idee? Mhm. Also genau die Richtersysteme, Staatsanwaltschaft, Polizei machen dieselbe.
gibt es viele Skandale mit Korruption in Israel, aber nur von den rechten Politikern. Die linken Politiker, die sind klar wie Glas. Keine, null Korruption. Verstehen Sie die Idee? Das heißt, wenn wir sagen, oder alle Leute sind korrumpiert, das ist die heilige Schrift behaupten, oder niemand. Aber es geht nur, dass die rechte Seite erwischt ist. Die linke Seite niemals. Das heißt, die Staatsanwaltschaft beschließt die Vorwürfe. Es wurde geredet über die Shimon Peres, über die Korruption, über die Millionen, alle wussten das dafür. Ja? Mhm. Aber er darf. Netanyahu nicht. Er darf. Also, oder alle sind darf, oder alle sind darf nicht. Es ist Gesetz. Ja? Schon verstorben, der Mensch, ja, Shimon Peres. Und so weiter und so fort. Und wieder, okay, vielleicht ich noch kurz rede dafür, über diese Elata Sferut. Ich habe gesehen, Google Translate, Angemessigkeit. Es ist nicht Angemessigkeit, es ist eine logische Weise, logische Gründe. Also das muss ich erzählen. Okay, nur die eine Zitat, das habe ich vorbereitet. Heute, der Minister Ron Dremmer ist ein amerikanischer Jude, der hat Aliyah aus Amerika gemacht, war unser Botschafter Israel in den USA, jetzt ist er Minister, über dieses Gesetz, das wurde gestern angenommen, dass es geht folgendes, dass Knesset macht ein Gesetz und das oberste Gericht annulliert das Gesetz. Unter welchen Gründen? Es ist nicht logisch. Das ist Latas Firut. Das war's. Also die Probleme mit dieser Latas Firut, also logischerweise Gründe, das ist es legal, ist völlig nicht objektiv, sondern subjektiv. Das ist ein Ersatz von den Meinungen 120 Knesset-Mitglieder oder Regierung. Das ist die Meinung von 15 Richtern, die niemals und niemand wurde ausgewählt. Okay? Das ist die Probleme. Mhm. Also jetzt, die Gesetz, die wurde akzeptiert gestern, es ist nur ein kleiner Teil. Seine Simcha Rotman, die juristische Ausschuss von Knesset, der hat ein Buch geschrieben von 90er, ja, über diese kranken Systeme. Dass wenn es passiert folgendes, Knesset macht ein Gesetz, oberste Gericht hat das annulliert, er kann nicht annullieren mit diesen zwei Worten, es ist nicht logisch. Also zum Beispiel die letzte. Immer oberste Gericht hat vermischt sich mit dieser und anderen Nominierung. Zum Beispiel Netanyahu macht jemand Minister, der oberste Gericht sagt nein. Also sie tatsächlich haben Vetorecht auf jede Buchstabe im Israel. Das ist krank. Ja, jetzt, ja, es gibt eine lange Liste, ich kann sie vorlesen, von 90er, dass der oberste Gericht sagt nein. Sie sollen diesen Mensch rausschicken von der Regierung. Das kann nicht sein. Jetzt die letzte, das war Ari Dere. Er wurde Minister, okay, ist eine problematische Figur. Er wurde verurteilt im Gericht. Er wurde im Gefängnis gesessen. Okay, aber in Israel ist es alles möglich. Es ist besser von den USA. Er konnte zurück nach Parlament kehren und sogar zum ministeriale Amt. Wieder, es klingt nicht gut. Es ist echt nicht gut. Aber rein juristisch ist es möglich. Gibt es kein Gesetz, das sagt, nein, das ist unmöglich. Wenn Sie wollen das nicht, machen Sie ein Gesetz. Niemand, ganze linke Lager, niemand hat ein Gesetz gegen ihn gemacht. Verstehen Sie? Aber die Richter haben gesagt, das ist extremal nicht logisch. Was ist extremal nicht logisch? Es ist eure Meinung. Die Leute kennen alle Fakten. Sie haben ihn doch ausgewählt im Knesset. Wissen Sie, diese Brüder Grimm Märchen Wolfe, Wolfe? Ja. Mhm. Okay, also wenn die echten Wölfe kommen, niemand schon reagiert. Ja? Das ist die Lehre.
Wenn es geht um wirkliche Verbrechen, die Gesetz, die Leute schon glauben nicht zum obersten Gericht. Also das oberste Gericht vertraut zwischen 50, 52 und 46%. Also jeder zweite glaubt nicht. Und dann, wenn es wirklich passiert, zum Gesetzbruche, dann die Leute schon glauben nicht. Weil gibt es viele normale Fälle, die Leute sehen, dass es zum Beispiel in Netanyahu-Fall und so weiter, wir reden nicht über Netanyahu jetzt, aber verstehen Sie, dass alle solche Geschichten, die Leute glauben zum obersten Gericht und juristische Systeme nicht. Das ist die riesige Probleme. Mit die ganze Krankenheit und Korruption und Nepotismus und Schlafen und so weiter. Okay? Also die Leute sagen, dass diese Aridäre, die wurden verurteilt und diese oder andere Gesetz verbessern, er ist in Ordnung, weil die Richter sind nicht in Ordnung. Und das ist das Problem. Ja? Mhm. Die Leute glauben nicht, dass der Ex-Präsident Moshe Katsav wegen der Vergewaltigung schon frei gesessen, 8 Jahre. Ja? Die Leute glauben nicht. Und das ist echt der Fall. Gibt es die Fakten. Ja? Aber die Leute glauben schon nicht die Fakten, weil die Richter, die Leute sind die Nase voll von diesen Leuten, diesem System. Deswegen kommt diese Reform. Okay, ich kann weiterreden, aber ich muss jetzt heute stoppen. Die Fragen. Danke. Also das war mir jetzt ehrlich neu, dass das, ich habe davon schon gehört, von diesem Barack, aber ich habe das damals nicht richtig verstanden, deswegen war ich jetzt sehr gespannt auf das, was Sie erzählen. Aber das ist ja ein dickes Ding. Also das ist, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ja. Danke. Was ja, das ist nicht nur alle Probleme, es ist nur, ich bin nicht methodisch. Gibt es noch strukturelle Probleme? Das muss man noch weiter, aber ich will nicht. Ich will Heilige Schriften natürlich. Ja, ja. Gibt es noch eine Probleme, dass die Staatsanwaltschaft ist verbunden, wie kein westliches Land mit noch verschiedenen Amten. Es ist zu viel Kraft für diese Leute, dass genau das passiert, dass die juristische Macht hat die Decke auf sich übergenommen. Und dann die anderen Leute sind kalt. Die Regierung gefesselt und so weiter. Eine Gut. Frage stellt sich mir, wenn jetzt aber die Macht da auf die Politiker gelegt wird, dann ist ja genauso möglich, dass die Politiker auch da ja, irgendwie auch da illegale Dinge durchsetzen können. Nein, das ist, die Gesetz will zurück zum 1992 kehren. Ja? Ja, es ist nicht, dass sie haben ultimative Rechte, alles zu tun, was sie wollen. Nein, nein. Sie wollen einfach diese Veto mit 2 Wahlrunden annullieren. Ja? Dann gibt es ein Gesetz, eine Veto, noch eine Wahlrunde im Knesset. Nur dann. Dann ist es ein Gesetz. Ja? Also es ist eine lange Zeit, nicht, dass automatisch die Politiker machen, was sie wollen. Was vor 1993 Politiker hatten alles, was sie wollten tun? Nein. Yitzhak Rabin sollte wegen finanzieller Manipulation von seiner Frau sollte zurückkehren. Ja? Muss man sagen, dass die juristische System Israels, außer alle Krankenkeiten, die sind direkt von deutschen Systemen kopiert. Das muss man wissen. In vielen Sinne. Ich kann erzählen mal. Ich habe eine Anekdote. Nächste Mal erzähle ich euch. Das erinnern Sie mich bitte. Gut, also das war's. Nicht das war's. Das war's für heute. Gibt es so viele Reden. Es ist ein riesiges Thema. Ja. Aber es ist nicht umsonst, dass plötzlich die Leute wollen etwa reformieren. Das heißt, gibt es eine Gründe zum Reformen. Ich verstehe auch schon mal ein bisschen mehr. Ich bin nicht so politisch gebildet, aber das ist sehr, sehr interessant. Es ist nicht politisch. Es geht über die, genau juristisch. Dass die richtige Macht hat zu viel Kraft. Meine Nachbarin sagte mal, wir leben unter die Juristokratie.
Es war am 90er schon gesagt. Das heißt nicht Demokratie, nicht Aristokratie, Juristokratie. Also die Juristen führen uns. Das ist auch nicht. Gut, liebe Leute. Dann bis nächste Woche. Vielen, vielen Dank. Also, Dankeschön. Das muss mehr bekannt werden eigentlich. Ja, okay, es ist moderne Geschichte, die passiert jetzt, aber muss man das wissen? Muss man verstehen, was geht es? Und Emotionen, ne? Fakt. Emotionen, aber nicht um diese Themen. Ja. Gut. Trotzdem danke, es war total interessant. Ja. War jetzt ganz wichtig, weil was ja auch immer wieder so ein bisschen im, ich halte mich dann zurück, wenn ich nicht wirklich Bescheid weiß, dann schreibe ich lieber nichts. Aber danke, jetzt weiß ich. Gerne, liebe Leute. Danke euch und bis nächste Woche, bis nächsten Dienstag. Genau. Ja, Dankeschön. Shalom. Shalom. Euch auch allen. Ja, euch auch, genau. Danke, Anna. Danke. Ciao. Ciao.